Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video. Guckt mal, was ich hier habe, ein Packerl und ihr habt es auch im Titel bestimmt schon gelesen. Ja, ich durfte wieder mit bei der Truppe dabei sein, bei dem Wanderpaket. Diesmal ist es für Ostern, denn die schöne Zeit steht ja bald an, wo wir alle Osterhasen suchen dürfen. Naja, vielleicht können wir ein paar Schoko-Ostereier oder so suchen. Wie feiert ihr denn oder feiert ihr gar nicht? Ja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, hey, lasst uns doch wieder zusammen ein Wanderpaket rumgehen. Gestartet hat es wieder die Leila und morgen werde ich es auch wieder an die Leila weiterschicken und ja, die Leila wird es dann auf ihrem Kanal auspacken, was wir alles reinlegen. Wir haben wieder ausgemacht, sie legt, glaube ich, zwei Teile für jeden uns rein und wir legen dann eben auch wieder zurück für die Leila zwei Sachen, die wir für sie dann eben aussuchen. So funktioniert eben dieses Wanderpaket bei uns. Und falls ich jetzt es vergesse oder am Ende noch zu sagen, guckt einfach unten in die Infobox. Da schreibe ich euch eben, ihr Lieben, die ganzen süßen Teilnehmer und Teilnehmerinnen rein, die da eben mitmachen bei dem Wanderpaket. Und ich bin jetzt das Schlusslicht, deswegen durfte ich mir eigentlich nur zwei, wie gesagt, Produkte raussuchen. Aber da leider die liebe Tina nicht mitmachen konnte, weil sie erkrankte und dann das Paket einfach weiterschickte, unausgepackt oder eben ja gleich so weiterschickte, wie sie es bekam, darf ich mir jetzt eben vier Produkte rausnehmen. Das ist jetzt aber nur eben dieser Sonderfall. Ich hoffe, du, liebe Tina, kannst beim nächsten Mal, wenn du das denn möchtest, dann auch wieder dabei sein. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal zu dem Wanderpaket allgemein das meiste gesagt oder das Wichtigste eben. Und deswegen, ja, ich gucke jetzt einfach gleich rein mit euch. Oh, ich sehe nämlich schon diese schöne Karte hier. Ich liebe ja Karten, das wisst ihr. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, ich kaufe mir auch immer wieder Karten. Da steht fröhliche Ostern und schön entspannte Feiertage. Ach, ist das süß, ne? Mit den Osterluftballons hier, ach mei. Ich würde die gerne behalten, neu überkleben und dann weiterschicken eigentlich. Das ist von der Leila. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch und euren Familien ein wunderschönes Osterfest. Viel Spaß mit diesem Paket, liebe Grüße, Leila. Vielen Dank, du Süße. Ich wünsche dir und deiner Familie auch eine schöne Zeit. So, und jetzt gucken wir wirklich rein. Das war ein bisschen gut verpackt hier. Ja, ich erinnere mich, sie hat gemeint, sie hat es teilweise eingepackt, wenn ich mich nicht täusche. Das müssten die Produkte sein, die ich mir jetzt rausnehmen darf. Ich bin super gespannt. Ich liebe solche Überraschungspakete. Ja, genau. Sie sagte, Dekosachen hat sie diesmal rein und ich glaube ein bisschen so Beauty-Sachen, aber nicht dekorativ, glaube ich, sondern so Pflegeprodukte, was halt eben mit dem Thema Ostern, ne, das zu tun haben könnte. Das habt ihr euch bestimmt jetzt auch schon gedacht, wenn es ein Osterpaket ist. Und hier ist, sehe ich eine Tüte und ich glaube, da sollen wir dann die Sachen eben für die Leila reinlegen zurück, was wir ausgesucht haben. Und das lege ich jetzt auch mal beiseite. So, ja, und ich darf mir jetzt die Sachen eben nehmen, die die anderen sich nicht ausgewählt haben. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wie so ein Wanderpaket funktioniert, vielleicht kann ich das noch sagen, jeder nimmt sich eben die Produkte raus, die Anzahl an Produkten, die vorher vereinbart wurde und schickt es dann weiter und legt halt wieder gleich entsprechend für die Person, die das Wanderpaket eben startete, bei uns ist eben die liebe Leila, die gleichen Produkte an der Anzahl wieder zurück. Jo, okay, wunderbar, okay, ah ja, hier sind Deko-Eier, ein 12er Set, oh ja, was gehört zu Ostern? Natürlich Ostereier, klar, oder? Ich packe jetzt gleich mal aus, weil dann sieht man es besser. Oh no, ist ein bisschen zer... Oh nein, oh nein, oh nein, ein bisschen zerdatscht. Okay, das hätten wir vielleicht noch ausbeulen können, ich weiß es nicht. Und das ist leider zerbrochen. Ach, wie schade. Aber die anderen müssten heile sein. Also es gibt eben ganz verschiedene in Weiß. Und, ach ja, hier nochmal mit so weißen Blüten auch und so rosanen Punkten. Oh nein, das ist auch schon kaputt. Ah, ich finde es immer so schade. Aber das Paket ist halt auch schon viel rumgekommen jetzt in Deutschland und ja, ist leider auch kaputt. Aber die anderen sind noch, seht ihr, sind so süß.
freut mich schon gleich wieder. Die sind so putzig einfach, so klein, so putzig einfach. Ja, okay, also 13 jetzt leider kaputt gegangen, aber die anderen kann ich ja noch verwenden. Und ich guck mal, ich wollte eh Deko letztens kaufen vor ein paar Tagen, fand nichts. Und ja, vielleicht kann ich da irgendwie so Weidekätzchen mir noch besorgen und die dann ranhängen. Oh ja, das ist schön. Ich glaube, das werde ich machen. Okay, ihr Lieben, dann machen wir mit dem zweiten weiter. Dieses hier. Oh, mega. Wisst ihr was? Ich habe mir vorgestern oder so noch gedacht, ich brauche unbedingt wieder ein Gesichtswasser. Einfach ein stinknormales Gesichtswasser ist mir ausgegangen. Und jetzt ist tatsächlich eins drin. Ist das cool? Mega. Oh, ich bin so happy. Vielen Dank, ihr anderen, dass ihr das mir übergelassen habt. So cool. Das ist dieses Gesichtswasser von Elkos. Elkos ist, glaube ich, Edeka? Penny? Ich weiß es nicht. Für alle Hautbestandteile und mit Aloe Vera und Kaktusextrakt. Ja, da steht ja Edeka, genau. Oh, ich freue mich. Ist das geil. Jetzt muss ich dran schnuppern. Ich muss schnuppern. Da ist noch das Siegel hier, der Hygienesiegel dran. Ja, das ist leicht dezent, riecht man es nur. Das finde ich sehr gut. Oh, mega. Und ich glaube, ein Gesichtswasser vom Edeka hatte ich noch nie. Und das probiere ich super gerne aus. Und das wird bestimmt gut sein. Gerade mit den Extrakten. Mega cool. Okay, dann machen wir weiter mit einem dekorativen Produkt wieder. Ja, was bist denn du? Ah, sind das Untersetzer? Guckt mal. Ich entzwei sie jetzt kurz mal. Boah, ist das schön. Was steht da drauf? Ah ja, Happy Easter. Ja, das sind halt vier solche, ich denke, oder Untersetzer. Oh, wie schön, wie schön. Und ich habe jetzt auch schon ein Bild im Auge. Einfach so Weidenkätzchen, dann in eine Vase und dann drauf die Vase stellen und dann eben die Eier dekorieren. Mit, oh, wie schön einfach. Und ich liebe Grün, ne? Ich liebe dieses Knallgrün. Voll meine Farbe und Orange. Mega. Schön. Vier solche. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Untersetzer. Ich weiß nicht, was kann man... Ja, man kann da auch natürlich eine Tasse oder ein Glas draufstellen, gell? Cool. Richtig toll. Oh, mega. Vielen Dank da schon mal für, liebe Leila. Aber das vierte packe ich jetzt auch noch aus. Wie gesagt, ich hatte halt ja leider Glück oder für mich gut, für die liebe Tina. Schade, echt. Ich hoffe wirklich, du kannst beim nächsten Mal wieder dabei sein, du Süße. Eine Cremedusche und natürlich, ihr liebt bestimmt auch Duschen oder verschiedene Duschgels ausprobieren, könnte ich mir vorstellen und ich natürlich auch. Mega cool. Das ist, ach, das hatte ich auch noch nicht. Ich liebe es, so Beauty-Produkte auszuprobieren, ne? Cremedusche, Milch und Kokos mit Milchproteinen und Kokos. Oh, das Packaging ist so schön auch, guckt mal. Der Kokosnuss-Urlaubsfeeling. Oh, die Kokosnuss kommt so richtig frisch raus, wenn man so frische Kokosnuss isst und dann eben dieses Fruchtfleisch direkt. Oh, mega, 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 mega cool. Oh, ich freue mich. Vielen Dank dir, liebe Leila, erstmal für die tollen Sachen, die du mir eingepackt hast und den anderen sicher auch, haben deine Sachen gefallen und ich bin super gespannt. Ja, ihr lieben anderen süßen Mäuse, ja, eure Videos dann anzuschauen. Ich freue mich tierisch darauf, was ihr euch Schönes ausgesucht habt. Und natürlich dir, Leila, wünsche ich dann viel, viel Spaß beim Auspacken unserer einzelnen Sachen. Und ich freue mich, deine Rückmeldung dann zu bekommen, wie dir die Sachen dann gefallen haben und wo du sie vielleicht in deinem Haus dann dekorierst. Es wird richtig schön werden, dieses Video, da bin ich mir ganz sicher jetzt schon. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch nur noch aufmerksam machen. Ich verlinke euch immer seit einiger Zeit schon unten auch in der Infobox. Die letzten drei Videos könnt ihr gerne vorbeischauen auch immer. Dann könnt ihr nämlich direkt draufklicken, wenn ihr es halt verpasst haben solltet. Und ja, dann könnt ihr euch noch die Videos eben anschauen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, ihr lieben Menschen da draußen. Ich freue mich, von euch zu lesen in den Kommentaren. Tschüss!